Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ja, es ist auf jeden Fall unfassbar frustrierend. Man hat sich so viel vorgenommen und dann nach 20 Sekunden 1-0 zurückzulegen, ich glaube, war der Genickbruch. Oder hat sich jeder anders vorgestellt, sage ich mal so. Im Endeffekt müssen wir eine Reaktion zeigen. In der nächsten Woche war ein Ausrutscher, haben die Hinrunde trotzdem als Dritter beendet und müssen jetzt in Bochum eine Reaktion zeigen und hoffentlich da die drei Punkte mitnehmen. Dennis Undaff direkt, wie immer, nicht nur nach Erfolgen des VfB Stuttgart, sondern auch nach Spielen wie jetzt am vergangenen Sonntag. 1-3 bei Borussia Mönchengladbach. Fehlstart ins neue Jahr, zumindest was die Pflichtspiele angeht. Darüber sprechen wir und natürlich auch über viele andere Dinge, die sich beim VfB in der vergangenen Woche getan haben. Im Fokus vor allem 3 Vertragsverlängerungen. Dann schauen wir natürlich auch auf den Afrika-Cup, die Asienmeisterschaft und voraus auf das nächste Auswärtsspiel, die nächste schwere Aufgabe des VfB, dann beim VfL Bochum. Mache ich zum Glück alles nicht alleine, das wäre sonst ziemlich eintönig. Deswegen ist wie immer Philipp Meisel da, ich grüße dich. Ein herzliches Grüß Gott, auch von meiner Seite. Ja, sehr schön. Christian, Grüße an euch da draußen. Ich hoffe, es geht allen gut, zumindest besser als mir. Meine Stimme ist immer noch angeschlagen, hört ihr, merkt ihr. Aber wir ziehen durch wie immer und haben erstmal ein bisschen was zu Gladbach zu besprechen. Mhm. Hast du mitgezählt, Christian? Die Sekunden meinst du? Ja. Ja, leider. Also ich habe es dann tatsächlich mir nochmal angeschaut und es waren wie viel, 21 dann am Ende? 21 am Ende, die entscheidende Sekunde war aber die 17., weil in dem Moment hat sich der beste Zweikämpfer der letzten Woche, Maximilian Mittelstädt, entschieden, den Zweikampf einfach nicht zu führen, den er hätte führen müssen, um dieses Tor zu verhindern. Und dann geht halt alles so seiner Wege, war schlussendlich dann aber auch sehr, sehr fein gemacht von Mönchengladbach, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das stimmt. Ich würde sagen, bevor wir im Detail über dieses Spiel sprechen, hören wir uns mal an, wie Sebastian Hoeneß diese Niederlage einordnet. Wie ich finde, ganz interessante Aussagen dabei. Wir sind natürlich enttäuscht über den Start ins neue Jahr, natürlich auch ganz besonders enttäuscht über den Start in dieses Spiel. Es ist denkbar ungünstig oder hat denkbar uns ungünstig begonnen nach 24 Sekunden 0-1. Ich glaube auch danach waren wir noch nicht in der Verfassung, in der du sein musst, um Bundesligaspiel, insbesondere dann in Gladbach auch zu spielen. Die Gladbacher waren eigentlich gefühlt nach jedem, ist jetzt übertrieben, aber nach ihren Balleroberungen waren sie gefährlich, hatten, glaube ich, noch eine Situation, die abseits gepfiffen war, wo ich nicht ganz sicher war, ob es abseits war. Alex Nübel hält ihn. Und dann haben wir auch noch in der 20., glaube ich, das 0-2 kassiert. Und das macht so ein Spiel natürlich denkbar schwierig zu spielen. Ich glaube, dann haben wir uns nach und nach so ein bisschen eingefunden in dieses Spiel, hatten selber dann auch vor der Halbzeit, glaube ich, noch 2 richtig gute Möglichkeiten. Einmal Dennis, als er am Pfosten schießt, wo er eventuell sogar auch quer spielen kann. Einmal, wo er auch am zweiten Pfosten auftaucht, wo wir hinten nicht durchlaufen. Vielleicht kann er sogar selber reindrücken. Haben wir nicht gemacht, nicht die Effektivität gehabt, die du brauchst, um dann ein anderes Ergebnis in der Halbzeitpause stehen zu haben. Haben dann ein bisschen was umgestellt, Grundformation mit und gegen den Ball verändert, gefühlt einfach mehr Entschlossenheit an den Tag gelegt, eine andere Haltung. Kommen gut rein, wie ich finde, haben direkt Kontrolle, einige Bälle dann auch hoch erobert, machen das 1-2, genau das, was du eigentlich dann brauchst, recht früh dort den Anschlusstreffer, rennen schon weiter an, ohne dass jetzt die Gladbacher dort ihre Konter ausspielen konnten. Aber wir machen halt dann aus den Situationen, die wir haben, keine Tore. Und ich sehe gerade auf der einen Seite, glaube ich, 14-8 Torschüsse für uns, auf der anderen aber ein XG-Wert von 0,8, was schon deutlich wird, dass die Gladbacher da vielbeinig verteidigt haben, viele Bälle geblockt haben. Wir waren nicht präzise genug bei Hereingaben, bei Steckpässen, hatten trotzdem, glaube ich, auch da mit Dennis eine gute Möglichkeit. Die haben wir nicht gemacht und dann, klar, ich glaube, es liegt in der Natur eines solchen Spiels, dass dann irgendwann hinten die Konter kommen, schnelle Spiele eingewechselt. Und dann hat man noch 1-2 Situationen, die wir standen haben, bis dann ganz kurz vor Schluss das 3-1 gefallen ist und damit die Entscheidung war. Ja, wir sind enttäuscht. Werden es natürlich gut analysieren, wollen es direkt nächste Woche gegen Bochum besser machen. Dankeschön. Soweit der Trainer des VfB Stuttgart nach dem Spiel im Pressekonferenzraum, in dem auch ein Philipp Meisel saß und uns direkt die Eindrücke von vor Ort geben kann. Philipp, wie war es denn?
Kalt. Das glaube ich. Es war sehr kalt in Mönchengladbach. Ich hatte, ich bin ja Team oder Sektion Sitzheizung. Ja, ich hatte zum Glück mein beheizbares Sitzkissen dabei. War nicht ganz so schlimm wie bei manch anderen Kollegen, aber also Sebastian Hoeneß, der war auch heiß, ja, aber weil ihm so ein bisschen die Hutschnur geplatzt ist, hat er nicht so durchblicken lassen oder zumindest also seine Worte waren dezenter gewählt, aber den hat natürlich schon gestunken, dass er mit seiner Truppe da so ein Stück weit entzaubert wurde, ja, und dass das, was der VfB eigentlich spielen wollte, gar nicht gespielt werden konnte, weil dieses frühe Tor dir natürlich einen Strich durch jegliche Matchpläne gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil nochmal Fragen, die sich auch gestellt haben rund um diese Niederlage, waren, wie ich auch finde, völlig zu Recht, dass man die Fragen stellt, ist der VfB entschlüsselt? Ist er decoded? Haben die Gegner jetzt ein Mittel für den VfB gefunden? Ich würde in dem Fall, Philipp grätsch nachher gerne rein, wenn du es anders siehst, ich würde in dem Fall wirklich ausnahmsweise, normalerweise sagen wir immer, die Lösungen sind immer komplex und es gibt viele Argumente und man muss alles abwägen. In dem Fall finde ich, ist es wirklich recht einfach erklärt. Der VfB hat in meinen Augen in dieser Saison Schwierigkeiten, wenn er früh in Rückstand gerät. Es gab mal Spiele, es gab auch schon 0-1, die gedreht wurden, zu Hause gegen Wolfsburg, zu Hause gegen Darmstadt, auch zu Hause gegen Dortmund. Aber es gab halt diese Spiele, wo ganz, ganz früh dieser Matchplan durchkreuzt wird. Beispielsweise gegen Hoffenheim, als Prömel in der vierten traf, bei den Bayern, als Kane in der zweiten traf und jetzt halt eben Hack in der ersten. Und da finde ich es schon ein Muster zu erkennen, dass der VfB, wenn er so richtig auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann zwar alles tut und macht und sich nicht hängen lässt und das Spiel dominiert und dran ist, aber diesem Rückstand einfach hinterherläuft und das nicht so einfach wieder ausgleichen kann. Und ich glaube, das hat sich am Sonntag ganz besonders gezeigt. Ich fand übrigens, so blöd es klingt, wir haben in der vergangenen Woche in der Vorschau auf dieses Spiel über das 3-1 aus der vergangenen Saison mit Wimmer geredet. Erinnerst du dich? Ja. Das Spiel ist de facto genau so gelaufen. Ja, natürlich. Frühes Gegentor. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ich sitze hier nirgends so im Déjà-vu. Was es weiß war ich ein Wahnsinn. Das? Frühes Gegentor, frühes zweite Tor, dann der VfB, der eigentlich versucht, was irgendwie drin ist, den Anschluss erzielt und dann in der 90. das 3-1 fängt. Es ist genau so gelaufen. Ja. Ja, also man kann diesen Take, wenn man journalistisch zuspitzt, schon so bringen, wie ihn Carlos Ubina diese Tage gebracht hat. Ja, ist der VfB entschlüsselt? Fragezeichen. Ich finde, die Frage kann man stellen. Die kann man stellen, aber man kann sie halt auch beantworten. Genau. Und man muss sie anders beantworten als du in dem Fall. Ja, es sind nur die frühen Tore und dadurch der Matchplan, der halt nicht mehr funktioniert. Es geht, ein bisschen mehr Tiefe ist halt schon dahinter. Also natürlich frühe Gegentore, natürlich alles über den Haufen geworfen. Aber das eigentliche Problem ist ja das, dass der Gegner dann etwas machen kann, was dem VfB so gar nicht schmeckt. Nämlich einfach massierte Mitte, also quasi einen Riegel aufbauen vor dem eigenen Strafraum, mit möglichst vielbeinig, möglichst eng gestaffelt. Das aussehen lassen wie ein Handballspiel. So sieht es aus. Das zweite ist lange Bälle. Wenn der VfB irgendwas nicht mag und auch wirklich Probleme hat beim Verteidigen, dann ist es der lange Ball. Ja. Ja, und das, sagen wir mal so, können halt dann so Mannschaften wie Hoffenheim, die sowieso so agieren, die gerne mit langen Bällen agieren, und Gladbach, die technischen Qualitäten dafür haben, können das gut umsetzen. Überrascht hat mich eigentlich nur Bayern, dass Tuchel von vornherein diese Taktik so fährt, ja, weil er weiß um diese Probleme, die der VfB da hat. Ein Problem ist aber aufgetreten, das war schon leicht angerissen, das hat nichts mit Muster und so weiter zu tun, sondern das sind einfach grundlegende Fußball-Basics. Wenn ich keine Zweikämpfe führen möchte, dann kann ich natürlich auch keine gewinnen. Und so wie der VfB Stuttgart aufgetreten ist in den ersten 35, 45 Minuten, dann ist das halt nicht Bundesliga-tauglich. Das ist jetzt gar nicht, der Meißel tritt wieder alles in die Tonne, überhaupt nicht. Das kann passieren, solche Halbzeiten hast du. Sie haben ja dann in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie darauf reagieren können, beziehungsweise in der Lage sind, eine Reaktion zu zeigen. Da kamen starke 25 Minuten, du musst mit diesen 25 das Spiel eigentlich für dich drehen. Die Qualität hast du, Gladbach wäre dir, die lagen eigentlich da, ja. Aber dazu musst du halt dann Torschüsse direkt aufs Tor abgeben und das waren auch zu wenig. Der VfB hat aus seiner Überlegenheit dann da zu wenig klare Tormöglichkeiten sich erarbeitet. Auch wenn Undav, sagt er selber, ich weiß nicht, ob das drin war, in dem Einspiel am Anfang, mindestens eins machen muss. Ja. Ist eine Kombination aus so vielem, deswegen
und da komme ich wieder zum Anfang zurück, es gibt nicht das eine Problem, sondern es ist eben vielschichtiger. Und deswegen würde ich mich auch nicht dazu versteifen wollen, dass man entschlüsselt ist. Es sind Themen da, die liegen auf dem Tisch, kommen noch zwei, drei mehr dazu, Stichwort Standard beispielsweise, aber es gibt halt auch eine positive Nachricht. Und die positive Nachricht, die hat man in Gladbach 25 Minuten lang gesehen, die wird man im Idealfall jetzt am Wochenende in Bochum sehen. Die war bisher immer zu sehen, wenn man ein Spiel verloren hat und nicht an seine Leistungslimits kam, nämlich die Reaktion, die kam halt immer. Und übrigens kam die auch verdammt oft gegen Bochum zuletzt. Also das gleich mal, um ein bisschen Optimismus reinzubringen. Wir werden danach noch im Detail über das Spiel sprechen. Aber ja, ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr gut aufgedröselt. Das ist eine Kombination aus dieser Schlafmützigkeit am Anfang und dann vielleicht auch dem, was der Gegner anzubieten hat. Ja, weil während es halt gegen Darmstadt, bei allem Respekt, dann halt eben drin war, dieses unglückliche 0-1 nach dem Eigentor halt zu drehen, ist es halt gegen Gladbach schwierig. Es ist auch in Heidenheim schwierig, wie man gesehen hat. Und dennoch musst du halt diesen Fokus aufrechterhalten, ja, weil man hat es richtig gemerkt. Ich finde, man hat es auch, ich meine, du warst im Stadion vor Ort, mir hat das Fernsehbild gereicht, um zu sehen, wie angepisst alle auf dem Platz waren, ob dessen, was sie da gesehen haben und was sie da sich eingebrockt haben, ne? Auch Dennis Undav, der hinterher dann auch übrigens gesagt hat, so, auch ich war da von meiner Körpersprache auch nicht gut, wir waren alle ein bisschen zu negativ. Auf der einen Seite kann man das natürlich bemängeln und sagen, ja, zu viel Negativität ist nicht gut, auf der anderen Seite ist es ja auch wieder gut zu sehen, dass ihnen das nicht egal ist, dass sie das fuchst und vor allem, dass sie das fuchst, dass ihnen das schon wieder passiert ist. Es war auch ein bisschen ähnlich wie bei dem Spiel in München, du nimmst dir viel vor Sonntagabend und dann liegst du nach 2 Minuten hinten und alles das, was du vermutlich dir vorgenommen hast und was dir der Trainer irgendwie vor dem Spiel erzählt hat, ist erstmal über den Haufen geworfen und du musst dich erstmal neu sortieren. Und manchmal reicht es dann halt eben noch zu was Zählbarem, aber halt gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die ja, die, das ist einfach eine gestandene Bundesligamannschaft, die dann in der Lage ist, sowas auszunutzen und die Punkte einzufahren. Ja, und wir hatten ja auch, weißt du noch, wie wir die Kirmestruppe besprochen haben? Ja. Die Kirmestruppe, es impliziert ja schon der Name, sie hat natürlich massive Schwankungen drin, aber eine Kirmestruppe hat halt meistens auch sehr gute Künstler in ihren Reihen. Das gilt ja für Gladbach. Ja, also da spielen schon ein paar Jungs, die was anfangen können mit der Pille. Ja, und das meinte ich vorhin auch mit, die sind dann halt in der Lage, so genau, ein Rezept auch sauber umzusetzen. Ja, der Seoane, der stellt sich in der Pressekonferenz da noch hin und gibt völlig unumwunden und frei zu, ja, wir haben halt uns schon ein Beispiel genommen an den Münchern. So, ja. Schön, dass es geklappt hat. Ja, danke, ciao, nehme ich. Und wie gesagt, es ist ein kleiner Fleck auf dieser Hinrundenbilanz, so möchtest du die natürlich nicht abschließen, aber grundsätzlich also ist kein Alarm angesagt. Ja, man muss jetzt nicht alles grundsätzlich hinterfragen. Im Gegenteil, du hast Punkte, an denen musst du arbeiten. Die musst du auf die Analyse-Schedule setzen für diese Woche. Das ist sicherlich auch getan worden. Das wird dir der Trainer am Donnerstag, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist die Pressekonferenz schon gelaufen. Wir nehmen immer Mittwoch auf. Aber der Trainer wird das sicherlich auch was dazu sagen oder gefragt werden. Das sind Punkte, die werden auf den Stundenplan kommen. Vor mir in Mönchengladbach saßen Markus Vergin und Jasper Smets. Ja? Kennst du die beiden? Weißt du, was die machen? Die werden analysiert haben. Genau, das ist das Team Spielanalyse. Das ist der Markus, der Chef, der ist per Headset mit dem Malik Fatih verbunden auf der Bank. Und die beiden haben das Spiel offen vor sich auf dem Screen laufen, sehen es natürlich auch in Echtzeit vor sich auf dem Platz, haben technische Möglichkeiten, wo sie eben Szenen genau taggen, sezieren und dann auch, meistens ist es der Markus, der dann schon so 5 Minuten vor Abpfiff runterhechtet von der Tribüne in die Kabine, um dort 3, 4 sag ich mal, Kernszenen auf einen Bildschirm werfen zu können, die der Trainer dann nutzt für seine Halbzeitansprache. Ich bin total spannend generell, wie schnell sowas immer laufen muss. Also du musst wirklich runterspurten. Ja. Ja? Jeder, der die epochale DFB-Doku über die WM in Katar gesehen hat, weiß, wie das ist. Ja? Da gab es auch so eine Szene, da hat es noch nichts gebracht. Ich dachte, da sind die Graugänse runtergeflogen. Aber, ja, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, die beiden haben einfach nur noch, die haben ständig wild gestikuliert, irgendwann haben sie nur noch den Kopf geschüttelt, weil die natürlich aus ihrer, sag ich mal, sehr theoretisch geprägten Sicht der Dinge
ganz genau ablesen konnten, wo die Kernpunkte sind, die jetzt eine Änderung herbeiführen können, aber die Mannschaft war halt nicht in der Lage, sie umzusetzen und nicht so, dass es eben am Schluss für einen Punkt oder mehr gereicht hat. Und wie du aber gesagt hast, es gab, finde ich, auch im zweiten Durchgang durchaus eine Phase, wo das hätte klappen können. Also da sind die Umstellungen gemacht worden. Genau. Der VfB ist gut reingekommen mit dem Tor durch Joscha Wagnermann und wenn da wirklich noch einer irgendwie reinrutscht und das Ding steht 2-2, dann nimmt der VfB definitiv was mit. Das heißt, manchmal sind es auch wirklich diese kleinen Szenen. Es hat halt einfach einen Tick auch dieser letzte Punch vor dem Tor gefehlt. Ja, und ein Punkt war auch der, dass Joscha Wagnermanns Schuss der einzige war in der zweiten Halbzeit, der nicht geblockt wurde, der von außerhalb des 5-Meter-Raums abgegeben wurde, der tatsächlich zielführend angebracht wurde. Ja, der VfB hat zu wenig klare Abschlüsse generieren können, trotz seiner handballesken um den 16er Rumspielerei. Da war ja einiges möglich, aber oft wurden halt Zeitpunkte verpasst, Pässe zu spät gespielt, zu früh oder zu spät, der Schussversuch angesetzt, geblockt, hier und da, Gladbach spielt ja auch noch mit. Also das ist einfach eine Mischung aus vielem gewesen und schlussendlich Strich drunter, Mund abputzen, weitermachen. Und dass das übrigens so war, das zeigt auch, jetzt Obacht Philipp Meisel, der niedrige XG-Wert, den der VfB nach diesem Spiel hatte. Ja genau, der hängt ja damit zusammen, richtig. Und bevor ich aber weiter über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe, lassen wir unseren Felix noch mal einen Blick auf dieses Spiel werfen. Der hat die Zahlen, Daten, Fakten und kann die auch einordnen. Viel Spaß. Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Das Jahr 2024 hätte besser starten können für den VfB Stuttgart. Eine 3-1 Niederlage in Gladbach. Nach 21 Sekunden stand es schon 1-0. Das war der bisher schnellste Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Torschütze war wie beim 2-0 Robin Hack. Es waren seine ersten zwei Saisontore. Und das natürlich gegen den VfB, möchte man hier fast sagen. 2,11 zu 0,81 Expected Goals listet die Bundesliga. In Leipzig spielt sich der VfB 0,8 und in München 0,18. In Gladbach gab es also den drittschlechtesten Wert in den 17 bisher Spielen. In den Torschüssen, nämlich 2, teilt man sich den Tiefstwert der eigenen Saison bei den Spielen in Heidenheim und in München. Einen Topwert lieferte man im Ballbesitz, 68%, gleich viel wie gegen Hoffenheim. Der alleinige Höchstwert lieferte der VfB in den gespielten Pässen, 863, die Gladbacher spielten 332. Statistiken, die zeigen, dass die Stuttgarter ihre Überlegenheit gerade in der zweiten Halbzeit nicht konsequent genug ausspielen konnten, um noch zum Ausgleich zu kommen. Die Tiefst- und Topwerte hier im Vergleich stammen ja eben auch aus Niederlagen wie gegen Hoffenheim. In Heidenheim und in München. Dazu lief der VfB etwas mehr, legte deutlich mehr Sprints hin, gewann aber etwas weniger Zweikämpfe wie die Fohlen. Individuell lief der Torschütze Wagnermann am meisten, 12,3 Kilometer. Carasso gewann die meisten Zweikämpfe auf dem Platz, 20 Stück. Mehr gewann in einem Spiel nur Mittelstädt, das war in Frankfurt. Damit haben die Schwaben nun jedes der drei Spiele ohne Gerasi in der Bundesliga diese Saison verloren. Einen Sieg gab es aber ja im Pokal gegen Union Berlin. Dazu gingen alle Auswärtsspiele an einem Sonntag verloren, Heidenheim, Bayern und Gladbach. Rückstände tritt der VfB bisher nur in Heimspielen, das war der Fall gegen Darmstadt, Wolfsburg und Dortmund. In Gladbach lagen die Schwaben auch erst zum zweiten Mal in der Saison, Nebenspiel gegen Hoffenheim, schon zur Halbzeit mit 0-2 zurück. Aber die Hinrunde bleibt natürlich überragend. Der VfB Stuttgart beendet diese auf Platz 3 mit 34 Punkten, doppelt so viele wie zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Eine Liaison, die immer intensiver wird. Christian Pavlic und der XG-Wert. Ja, die beiden, die sich erst nicht riechen konnten, sich jetzt langsam aber so ein bisschen lieb haben und vielleicht irgendwann mal Händchen halten in den Sonnenuntergang reiten. Ja, großartig. Wir sind in der Kennenlernphase. Es funktioniert. Wir wollen es aber langsam angehen lassen. Ich würde tatsächlich sagen, nochmal, ich habe es gerade schon getan, Strich drunter, Mund abputzen, weitermachen. Die Jungs werden ihre Schlüsse ziehen. Sie werden eine Reaktion zeigen gegen Bochum. Da kommen wir nachher abschließend dazu. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen, lass uns in die Werbung gehen. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Gekommen, um zu bleiben, nicht nur Philipp Meisel und Christian Pavlic hier in dieser 273. Podcast-Folge, sondern auch Enzo Mio, Waldemar Anton und Pascal Stenzel, die allesamt in der vergangenen Woche ihre Verträge verlängert haben. Mio bis 2028, Anton bis 2027, Stenzel bis 2026.
wie soll man sagen, drei Unterschriften für ein Halleluja, wenn man ein treuer Kabel 1 Zuschauer ist. Philipp, wie sind diese Signaturen, wie sind diese Vertragsverlängerungen aus deiner Sicht zu bewerten? Sehr gut, natürlich. Also erstmal bin ich mir weiterhin unsicher, ob man Mio nicht Milo ausspricht. Er selbst tut es, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, dass man im Französischen das Doppel-L nicht wie ein J ausspricht, so wie im Spanischen. Aber ist auch egal. Wir erhalten Woche für Woche kontroverse Zuschriften zu diesem Thema. Freut mich immer sehr. Ich beantworte sie auch alle gerne. Es scheiden sich die Geister. Ja, richtig. Nein, also Spaß beiseite. Es ist ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass der VfB mit zwei seiner Leistungsträger, darunter der Kapitän und absoluter Eckpfeiler dieser Mannschaft, und mit Kalle Stenzel, der nicht nur Testspielgott ist, sondern eben auch ein hochsolider Arbeiter, den jeder Bundesligist in seiner Truppe braucht, und zwar meistens nicht nur einfach, sondern ein paar mehr davon. Er ist im Mannschaftsrat, er ist der Integrationsweltmeister, er ist jemand, der in dieser Mannschaft hierarchisch ganz weit oben steht, vorangeht, auch wenn er nicht immer auf dem Platz das zeigen kann. Seine Qualitäten sind unbeschritten. Man muss immer das Ganze sehen, in dem Fall. Das tut der VfB, und ich weiß auch, wie es dem Kalle hier gefällt. Der hat richtig Bock auf diesen ganzen Komplex hier. Der ist gerne in Stuttgart, der mag seine Rolle. Der ist auch das ist wichtig. Keiner, der stänkert, wenn er halt mal wieder ein paar Wochen auf der Bank sitzt. Solche Leute brauchst du. Und fast was wie der gute Geist auch, ne? Genau, wenn ich die drei Verlängerungen werten müsste, dann würde ich sagen, die Vertragsverlängerung von Enzo Milo ist das größte Brett, weil das die größte Aussage hat. Ja, wenn du so einen Spieler so lange halten kannst, ja, mit Klausel, nach unseren Infos hat er die, aber sie sichert dem VfB ja irgendwo auch seine Ablöse. Ein Spieler, der so einen massiven Leistungssprung und damit auch eine Wertsteigerung vollzogen hat, der vor seinem U21-Debüt für Frankreich steht, der junger Franzose, wir wissen doch alle, was das bedeutet auf dem Transfermarkt. Ja? Wenn du so einen Spieler halten kannst, dann hat das eine Aussage. Dann hat das eine Aussage nach außen an den Markt. Ja. Hoppla, der VfB ist plötzlich nicht mehr gezwungen, signifikante Transferüberschüsse dahingehend erzielen zu müssen, dass er in jeder Pause oder jeder im Fenster Leute gehen lässt. Aber es hat vor allem ein Zeichen nach innen. Ja? Das wird in der Mannschaft ganz genau registriert werden. Ja? Das heißt nämlich nichts anderes als: Hör mal, die haben hier echt was vor. Ja? Und da würde ich gerne mitwirken. Das ist meistens die Conclusio beim Einzelnen. Ja, deswegen ist das einfach auch ein Signal an alle anderen. Und ich gehe so weit, ich lege mich jetzt schon fest, Serhou Guirassy wird das auch sehr gut registriert haben. Der hat sich meiner Information nach sowieso schon längst committed, schon vor Weihnachten die Führungsspieler beiseite genommen und gesagt: Hey Leute, lasst uns hier richtig rocken, lasst uns was erreichen, lasst uns in dieser Saison Großes schaffen. Ich werde bleiben. Er hat zwar eine Klausel in seinem Vertrag, er ist gerade beim Afrika Cup, er ist verletzt, die Klausel läuft bald ab, und ich wette mit euch, der wird die Saison hier zu Ende spielen. Das letzte Wort, das hat auch ein Stück weit mit Enzo Milo zu tun. So, und dagegen würde ich nicht wetten, zu dem, was du gerade zu Serhou Guirassy gesagt hast. Das sehe ich auch, das Gefühl hatte ich auch. Also rein von dem, was ich wahrgenommen habe, auch in diesem letzten Spiel gegen Augsburg, auch über das, was wir ja schon lange gesprochen haben bei Serhou Guirassy, dass er das doch durchaus auch zu schätzen weiß, dass er hier geliebt wird, auch nicht nur von Teamkameraden, sondern auch von den Fans und von dem ganzen Umfeld. Und natürlich ist Fußball auch ein knallhartes Geschäft, und natürlich geht es irgendwann nur hier um die kleinste Violine der Welt, ums Geld. Aber es gibt auch sowas wie Soft Skills, und die matchen einfach zwischen Serhou Guirassy und dem VfB. Deswegen würde ich da, wie gesagt, auf keinen Fall dagegen wetten. Was ich noch zu den drei Vertragsverlängerungen sagen würde, ich finde übrigens, wir machen das einfach generell so: Du sagst Milo, ich sag Mio. Dann kriegt jeder, was er will. Alle sind glücklich, und immer ist einer der Buhmann von uns. Ja? Ich finde, das ist schiedlich friedlich aufgeteilt. Was ich bemerkenswert finde in diesem Dreierpack Mio, Anton, Stenzel ist, dass
vom Spielertypen her und von der Charakteristik her alles dabei ist. Also, du hast einmal Mio, das ist du gerade sehr schön ausgeführt, das Versprechen in die Zukunft, einer der vielleicht begnadetsten, talentiertesten Spieler, die der VfB hier in seinem Kader hat, der auch schon gezeigt hat, dass er in wichtigen Momenten für den VfB da sein kann, Hashtag Relegationsrückspiel. Du hast Pascal Stenzel, der vielleicht nicht immer zum Einsatz kommt, der in den Leistungen vielleicht auch schwankend ist, der aber da ist fürs Team, der eine feste Größe ist, der Ansprechpartner ist, auch für jüngere Spieler, der hier einer der Dienstältesten ist und absolut gefestigt. Also das, was man so den guten Geist bezeichnen würde. Und du hast, und das ist der Punkt, auf den ich dann noch gerne eingehen würde, Waldemar Anton, der bis 2027 verlängert hat, den Kapitän, den Leitwolf. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich während der Winterpause bekommen habe von Freunden, von Kollegen, von Leuten, die es mit dem VfB haben. Verlängert der jetzt? Wann verlängert der denn? Kommt da jetzt was? Passiert da was? Und ich glaube, dass diese Nachricht gerade die VfB-Fans massiv freut, weil Waldemar Anton ist wirklich zum Gesicht des VfB geworden, finde ich, in den letzten Monaten. Mit dem aufopferungsvollen Kampf, mit dem immer vorangehen, mit sich nie hängen lassen, den letzten Tropfen Schweiß auf den Platz lassen. Und das finde ich sozusagen in dieser Dreier-Kombo, deswegen finde ich die so interessant, weil du alles dabei hast. Du hast ein super Talent, du hast die gute Seele und du hast den Leitwolf. Und wenn die drei innerhalb von einer Woche verlängern, ich glaube, dann können sich die VfB-Fans freuen. Kannst deine Kumpels alle zu unserem neuen WhatsApp-Kanal schicken. Da kriegen sie es schnell mit. Das ist wahr. Milo konnten wir exklusiv vermelden. Bei Anton waren wir zeitgleich unterwegs und der Kalle, ja gut, da haben wir dann einfach reagiert, als der Verein Tatsachen geschaffen hat. Vielleicht schaffen wir es, in der Personalie Chris Führig noch in diesem Fenster wieder was Exklusives vermelden zu können. Da laufen die Gespräche, finden sogar an diesem Mittwoch statt, wo wir gerade aufnehmen, wenn ich richtig informiert bin. Er hat ein Angebot vorlegen, es ist grundsätzlich eine Einigung auch da, es geht um Details wie so oft, kann sich ziehen, kann sich auch noch länger als das Fenster offen ist ziehen, das hat ja keine Rolle in dem Fall, denn er hat ja Vertrag noch hier bis Schab-Vertrag. Schab-Vertrag, den werde ich auch erfüllen. Richtig, bis 2025, das heißt, man kann natürlich jederzeit eine Vertragsverlängerung dann finalisieren, aber da ist man dran und auch zuversichtlich, dass man eine Lösung hinbekommt, die für beide Seiten gut ist und die bedeutet schlussendlich, dass Chris Führig hier weiterhin Fußball spielt. Wie immer, wir halten euch da gerne auf dem Laufenden, haben für euch da nicht nur unsere Seite, die Homepage im Blick, sondern mittlerweile eben auch den YouTube-Kanal und unseren Kanal auf WhatsApp. Also schaut da gerne mal rein, sucht uns Mein VfB und auch da kriegt ihr dann die Infos aus erster Hand. So, jetzt hole ich mir aus erster Hand die Infos rund um den Afrika-Cup, weil so wie ich einen Philipp Meisel kenne, sitzt der seit dem Wochenende vor der Glotze und zieht sich einen Kick nach dem anderen rein. Oder liegt. Ich möchte aber an dieser Stelle zuerst mal lobend erwähnen, dass du jetzt nicht nur dir selber den Steilpass in die Gasse spielst, du legst da einfach die Überleitung so perfekt hin. Das war letzte Woche schon so, ja, also ich kann hier nur meinen Hut ziehen. Ich habe, Überraschung, bisher sehr, sehr viel Afrika Cup gesehen. Ich glaube nur drei Spiele, die ich gar nicht gesehen habe, also zumindest nicht Second Screen nebenher laufen habe lassen, die ich dann nur in der Zusammenfassung sehen konnte. Ich habe überraschend festgestellt, dass es keine Kleinen mehr gibt in Afrika. Ey, die Ergebnisse teilweise krass. Also wer da hier, Äquatorialguinea, Kapverdische Inseln und wer nicht alles, ne? Ja. Das ist verrückt. Nigeria gestolpert, Ghana gestolpert, Ägypten gestolpert, sich gerade so gerettet mit einem Elfer in der 97. Also, da können wir auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Wie viel große, in Anführungszeichen, Teams sich gerade noch ihr Hinterteil gerettet haben mit irgendwelchen obskuren Schiedsrichterentscheidungen hinten raus, ja? Aber ich möchte jetzt hier nichts nahelegen, aber also es ist schon schwierig. Jedenfalls für mich ein klares Zeichen dafür, dass die Top-Leute überspielt sind. Ja? Also ein Spieler, der bei einem europäischen Top-Team spielt, beispielsweise, gut, der ist verletzt, gar nicht dabei, Serhou Guirassy bisher, oder auch ein Mohamed Kudus von Tottenham, glaube ich, die haben es gar nicht erst bisher geschafft, auf dem Platz zu stehen, aber alle anderen großen Spieler von großen europäischen Clubs, die wirken
völlig überspielt. Da war nicht viel, ne? Mo Salah, auch ein Victor Osimhen, also ja. das, was ich gesehen habe. Der zwar ein Tor gemacht hat, aber cool. halt, also ja, nicht diese Qualität auf den Platz bringt, die er normalerweise zu leisten imstande ist. Das ist definitiv bis jetzt ein Trend. Andererseits muss man natürlich sagen, wir reden hier bisher erst von der ersten Runde der jeweiligen Gruppe. Ja, da passiert noch einiges, da kommen noch ein Haufen Spiele. Es kann natürlich sein, dass man sich ein bisschen was aufhebt oder aufheben muss auch, ja, in Form von Körnern im Tank oder jedenfalls ist das für mich bisher auffällig. Auffällig ist auch, finde ich, dass es eine klare Steigerung hinsichtlich der Gegebenheiten gegeben hat. Also die Plätze sind astrein. Die Stadien sehen top aus. Bisher nur ein Spiel, wo das Signal nicht hier ankam. Ja, das ist öfter mal schon der Fall gewesen in der jüngeren Vergangenheit, dass da unten zwar gespielt wurde, aber Europa kein Signal empfangen konnte. Also du konntest nichts davon sehen. Medizinische Versorgung. All das ist besser, da merkt man auch, dass der CAF, also der Verband, afrikanische Pendant zur UEFA. Ne? Richtig, genau, dass die da einfach mittlerweile Standards anlegen, die gegeben sein müssen, die einfach auf dem Niveau derer sind, die auch FIFA-weit gelten, die UEFA hat und so weiter. Also da ist viel passiert in Afrika, das ist gut. Und wie gesagt, das sportlich auffälligste ist, die in Anführungszeichen kleinen Teams, denen man nicht so viel zutraut, sind plötzlich in der Lage, richtig giftig, eklig, gallig den Großen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das ist gut für den Wettbewerb, denn es macht ihn spannend. Und wie du gesagt hast, so ein Turnier ist noch nie in der ersten Runde direkt entschieden worden. Also ich meine, die Argentinier haben 2022 auch erst gegen Saudi-Arabien verlieren müssen, bevor sie dann in jedem Spiel einen Elfmeter bekommen haben, damit Lionel Messi Weltmeister wird. Also das kann alles noch werden. Und bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede. Schauen wir auf die VfB-Akteure, beziehungsweise ja beim Afrika-Cup gab es bisher, stand Mittwochnachmittag, noch gar nichts zu berichten, außer dass eben Serhou Guirassy beim ersten Spiel für Guinea nicht im Aufgebot stand. Das ist richtig und wenn unsere Informationen stimmen, dann wird das auch beim zweiten Spiel der Fall sein. Ich hatte den Morgen den Sportchef kurz am Telefon ein paar Sachen mit ihm abgeklärt, besprochen und er meinte, er ist eher vorsichtig, was eine Teilnahme im zweiten Gruppenspiel von Guirassy angeht. Er geht nicht davon aus. Der VfB hat Martin Franz runtergeschickt. Mhm. Nicht das erste Mal? Genau, nicht das erste Mal. Es ist schon das zweite Mal, dass der VfB Athletiktrainer mit Reha-Fokus Guirassy vor Ort bei der Nationalmannschaft betreut. Der wollte unbedingt dort bleiben. Trotz der Verletzung, auch da meinte Wolfgang zu mir, das ist nicht so nur ein leichtes Zerrungsthema, das ist wohl schon ein bisschen größere Geschichte. Dennoch besteht ein Fenster oder eine Chance, dass er noch eingreift im Turnier. Jedenfalls die Kommunikation mit der guineischen medizinischen Abteilung ist exzellent wohl. Das war auch schon beim ersten Mal so. Man ist da auf Augenhöhe. Die freuen sich, wenn da ein Experte kommt. Ist da im engen Austausch. Und Martin Franz, der wird gewohnt, routiniert und stark wie in Stuttgart auch seinen Job machen. Wird schauen, dass es doch noch klappt. Und wenn nicht, dann sieht man weiter. Ja, also Stand aktuell ist der, alles läuft, man ist zuversichtlich, dass noch was gehen könnte, man ist nicht ganz so zuversichtlich, dass es schon am Freitag der Fall ist, auch wenn Guirassy selbst sagt, so Gott will, werde ich spielen können am Freitag gegen Gambia. Abwarten. Könnte übrigens, kleiner Fun Fact am Rande, sollte er spielen, dann zu einem Duell kommen eines aktuellen VfB-Spielers gegen einen, der schon mal beim VfB gespielt hat. Wer ist das? Christian? Sag's mir. Boubacar, Spitzname Baba Gaye. Gaye. Torhüter von Gambia, war mal ein halbes, dreiviertel Jahr beim VfB 2 unter Vertrag. Richtig. Danach bei RW Koblenz, dem SV Rödinghausen. Und mittlerweile steht er bei Lok Sofia unter Vertrag. Hat im ersten Gruppenspiel die Kiste versucht sauber zu halten, ist nicht ganz gelungen, 0-3 Niederlage. Und wenn das sich ähnlich gestaltet am Freitag, dann ist das Turnier für Gambia quasi schon beendet.
dieser Moment, wenn Philipp Meisel Pappquiz-Fragen im Podcast stellt, wie großartig. Was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es im ersten Spiel ein 1-1 gab für Guinea ohne Serou Guirassy gegen Kamerun. Und rote Karte. Ja. Mit 11 Mann würde ich wagen zu behaupten, hätten die das Ding gewonnen. Ja. Davon gehe ich auch aus, aber ein Punkt erstmal für den Anfang ist nicht schlecht und wir haben ja in der vergangenen Woche den Modus auch schon besprochen, also 4 könnten da auch oder sollten eigentlich auch reichen, zumindest fürs Achtelfinale. Man ist aktuell Gruppendritter durch das 1-1 mit oder gegen Kamerun. Ja. Die Demokratische Republik Kongo derweil steigt erst am Mittwochabend ins Geschehen ein mit Silas, das heißt, das Ergebnis hier entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Richtig. Dann werden wir dieses Turnier weiter verfolgen, wie auch die Asienmeisterschaft, wo du, glaube ich, Philipp, nicht ganz so firm bist. Nein, ich habe aber immerhin Südkorea gegen Bahrain in einer 15 Minuten Condensed Version Zusammenfassung geschaut. Da bist du doch ein bisschen im Thema. Da ist es aber wirklich so, im Gegensatz zum Afrika Cup, dass da wirklich viel so läuft, wie man es eigentlich erwarten konnte. Ich habe ein Spiel unter anderem gesehen, das war Australien gegen Indien. Ja. Indien, das seines Zeichens trainiert wird von einem ehemaligen kroatischen Nationalspieler. Übrigens, weißt du, wie er heißt? Nein. Er hat auch mal ein Lied gesungen, der heißt Igor Stimac. Ah, Igor Stimac, ja. Und der, okay. Und der trainiert die Inder und war natürlich auch ein bisschen sauer, aber Australien hat sich auch bisher sehr solide gezeigt. Der hat der St. Pauli-Captain ein Tor gemacht. Ja, na? So ist es. Na. Und wie heißt er? Iredale? Nee, das ist der andere St. Paulianer. Nein, Irvine? Irvine, ja. Nee, nicht zu verwechseln mit Eddie Irvine, dem ehemaligen Rennfahrer. Wir schweifen ab, Christian. Jedenfalls beim Asien Cup läuft wirklich vieles wie gewohnt oder wie zu erwarten war. Die Japaner ihres Zeichens haben ihr erstes Spiel auch souverän gewonnen. Da stand Hiroki Ito tatsächlich über die volle Spielzeit auf dem Platz. Also das ist der Spieler, von dem man bisher sagen kann, der hat wirklich was hingelegt. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Zeichen, weil wir haben ja Hiroki Ito hier beim VfB Stuttgart lange nicht gesehen, ist ja dann verletzt ausgefallen nach dem Frankfurt-Spiel, direkt nach Japan gereist und zu wissen, dass er also wieder voll einsatzfähig ist, über die volle Distanz gehen kann und seinen Blue Samurai zum Sieg verhelfen, das ist, denke ich, ein gutes Signal. Voll einsatzfähig ist auch Wu Zhongzhong. Der wurde nur gegen Bahrain hinten raus erst eingewechselt, ich glaube 66., 70., irgendwas so rum. Hat nichts mehr Wesentliches zu diesem 3-1-Sieg beigetragen. Ich habe gelernt in dieser Zusammenfassung, dass die Mannschaft von Jürgen Klinsmann, Südkorea, ein ähnliches Problem hat wie der VfB Stuttgart. Sie ist nämlich recht konteranfällig. Ja? Also das schmeckt ihnen gar nicht. Ja? Da hat Bahrain tatsächlich Nadelstiche immer wieder gesetzt, die ihnen echt nicht gefallen haben. Aber schlussendlich hat sich dann die Qualität durchgesetzt. Waren schicke Buden dabei. Und da geht's jetzt auch die Tage weiter. Man ist Gruppenzweiter, weil im Parallelspiel erste Runde Jordanien gegen Malaysia, glaube ich, 4-0 gewonnen hat. Und damit endet meine Expertise zur Gruppe E beim Asien Cup. Ich kann als letzten Punkt noch sagen, dass du das gerade mit der Defensive von Südkorea ansprichst, finde ich sehr interessant, weil viele, sage ich mal, die vielleicht hier die Bundesliga schauen, würden sagen, ja, aber da spielt doch Minje, der ist doch super stark. Ja, aber die Koreaner haben nicht diesen Verbund, wie ihn die Japaner haben. Also das ist was nicht jetzt generell bei dem Asien-Turnier, sondern auch schon bei den vergangenen Großturnieren, auch bei den Weltmeisterschaften aufgefallen ist. Die Koreaner sind dann, die fangen sich schon ihre 2-3 Tore. Ne? Die haben auch bei der WM in Katar haben sie gegen Ghana auch 3 kassiert, glaube ich. Dann von Brasilien viel. Gut, das kann einigen passieren. Aber 0-0 ist für Korea schwierig. Wohingegen die Japaner, dass wenn sie wirklich ordentlich verteidigen, solide auf den Platz bringen können. Und deswegen sehe ich sie auch, wir werden das weiter beobachten, deswegen sehe ich aber trotzdem die Japaner eben als größeren Favoriten, weil eben der Defensivverbund da deutlich stabiler ist. So, das ist doch ein schöner Abschluss dieses internationalen Ausflugs, den wir hier gerade gemacht haben. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt ein Jingle ab. Ein Jingle. Bitteschön. Bis gleich. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Die NLZ-News. In der vergangenen Woche, Philipp, haben wir die U19 abgefeiert, die den Junior Cup gewonnen hat. Und in dieser Woche können wir den Fokus wieder ein bisschen auf die U21 legen. Da ist zwar noch nicht viel passiert auf dem Platz. Die Vorbereitung startet jetzt erst dieser Tage. Aber personell ist einiges passiert beim Regionalliga-Team. Ja, man hat, ein bisschen Personalien bekannt gegeben, die natürlich die Thematik so beeinflussen. Man hat Luca Griebsch abgegeben, der ist zu TSG Balingen gewechselt.
Linksfuß, Außenverteidiger. Der darf da jetzt ein halbes Jahr lang Spielpraxis sammeln, soll im Sommer zurückkommen. Mehmet Memo Şahin ist nicht mehr Teil des Kaders. Man hat den Österreicher freigegeben sozusagen, hat im Einvernehmen den Vertrag aufgelöst. Finde ich ein bisschen schade, habe ihn immer gerne gesehen die letzten Jahre, war in allen Mannschaften Führungsspieler, als er hierher kam, war er ja lange im Internat, U17 Führungsspieler, U19 Führungsspieler, teilweise die Kapitänsbinde getragen und dann jetzt, sag ich mal, irgendwo der Verlierer dieser Thematik, dass der VfB Stuttgart sehr, sehr viele zentrale Mittelfeldspieler hat mit Defensivausrichtung. Ja, ist einfach er. Ja, also man hat nur ein paar zu nennen, den Simnitzer geholt, Luan Simnitzer. Man hat Samuele Di Benedetto. Man hat den Lukas Laubheimer. Man hat drei, vier andere, die diese Position bekleiden können. Laurin Ulrich musste irgendwo unterbekommen und. Also das ist vielleicht gar nicht so sehr Scheins Fehler, sondern einfach ein Thema der Kaderplanung, aber auch der Ausbildungsarbeit. Es ist nun mal so, dass man nicht nur beim VfB, sondern generell in Deutschland, das siehst du sogar in der Nationalmannschaft, ja, also in der allerersten Elf, die der Sportskamerad Nagelsmann aktuell betreut, dass ein Überangebot herrscht, weil man die Ausbildungsarbeit ein bisschen zu sehr auf diesen zentralen Bereich vielleicht fokussiert hat und manch andere Spieler oder Positionen nicht ganz so intensiv und gut ausbildet. Ja, das sieht man in Konsequenz in der A-Nationalmannschaft, aber eben auch in so einer Thematik wie an der von Memo Şahin. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt irgendwo in Österreich unterkommen. Ist österreichischer Junioren-Nationalspieler lange Zeit gewesen, ich glaube sogar immer noch, und hat mit Sicherheit Anlagen in Österreich im Profifußball Fuß zu fassen oder vielleicht auch woanders. Das kann man dazu sagen. Dazu Emil Tommy Soric, der Videoanalyst oder Co-Trainer Analyse, ist gegangen, auf eigenen Wunsch auch Vertrag aufgelöst. Und Rafael Lopez ist als Athletiktrainer zum SV Sandhausen gewechselt. Einer unserer Top-Insta-Follower. Ja, ich glaub, Grüße an der Stelle. Grüße an der Stelle. Wenn wir auf Instagram irgendwelchen Content posten, ist er meistens einer der Ersten, der ihn gesehen hat und geliked hat, teilweise auch. Ja, da wird es natürlich für die beiden irgendwo anders weitergehen, beziehungsweise in Sandhausen weitergehen. Der VfB hat intern aufgefüllt, wie man so schön sagt. Der U15-Trainer Mischa Leipfert ist aufgerückt, also ist jetzt Co-Trainer Analyse bei Markus Fiedler und von den U17-Athletik Trainer Tim Zudrell ist aufgestiegen und in der U15 ist jetzt Lukas Lieber zum Cheftrainer aufgestiegen. Insofern, da ist beim VfB zum Glück im NLZ sehr viel los. Da sind viele Menschen da, die da qualifiziert arbeiten und insofern konnte man das aus dem eigenen Stall lösen, diese Personalthematiken. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Das ist, finde ich, tatsächlich sogar positiv. Also das zeigt ja, dass wirklich da genug auch an Manpower da ist, die auch qualifiziert ist. Und was ja dann auch für ambitionierte Trainer, Co-Trainer dann eben auch den Weg weist und sagt, hier, pass auf, du kannst hier einen Schritt nach dem anderen gehen, wenn das läuft. Und du kannst vielleicht vom Co-Trainer aufsteigen zum Cheftrainer. Oder du rückst aus der U15 irgendwie hoch, irgendwie ja, in die nächste Generation. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass man nicht immer, ich glaube, das gilt nicht nur fürs VfB NLZ, ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen, wenn du nicht ständig immer von außen jemanden herholen musst, sondern siehst, hey, guck mal, wir haben bei uns selbst hier ein paar junge, ambitionierte Leute, die das vielleicht auch hinkriegen. Das finde ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein gutes Zeichen. Wir müssen dazu noch sagen, wie gesagt, die Vorbereitung der U21, die startet noch. Dann sind schon mittlerweile, heute wurde, glaube ich, auch verkündet, erste Tests vereinbart, die dann ab am 5. Februar steigen, glaube ich. Ja, ne? Genau. Also für die U21 sind sogar letzte Woche schon kommuniziert worden, dass da einige Spiele, das war nach Aufnahme letzte Woche, dass da sind Testspiele vereinbart. Ja, genau. Und das werden wir natürlich für euch beobachten und werden auch, ich glaube, so viel können wir schon vorwegnehmen, wenn es dann wirklich auch in der Regionalliga wieder losgeht, da wollen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann nochmal genau auf das Team von Markus Fiedler schauen. So sieht's aus. Und da mal gucken, was dann möglicherweise noch in der Restrunde der Regionalliga geht. Genau, und bis dahin könnt ihr einfach auf die Bank von Sebastian Hoeneß schauen, weil da sitzen einige der Jungs von Markus Fiedler gerade, ne? Luca Raimund, Raul Paula, Moussa Sisse, also da war
gegen Gladbach einiges los. Der Vollständigkeit halber, es gab noch unter der U21, U19 ein paar Personalbewegungen. Mike Kuras, polnischer U17-WM-Teilnehmer, ist zu Ruch Czorso gewechselt, einem Club in seinem Heimatland. Tim Schulz zum Kooperationspartner SG Sonnenhof Russ-Asbach, ein Torhüter U15 oder U17. Und last but not least, wen habe ich jetzt vergessen? Einer war noch. Ah ja, Nino Kutos. Nino Kutos hat man erst vor anderthalb Jahren als großes Talent aus einer österreichischen Akademie hierher geholt. Hat nicht ganz so funktioniert. Er ist wieder weg. Man hat auch da den Vertrag aufgelöst. Wohin Stand jetzt ist offen. Und wenn ihr wissen wollt, wer der Typ ist, beziehungsweise wie er tickt, der für diese ganzen Themen hauptverantwortlich jetzt ist, das ist Stefan Hildebrand mit DT, der neue NLZ-Boss beim VfB, Nachfolger von Thomas Krücken seit dem 8. November im Amt und bisher öffentlich quasi überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn im Junior Cup, rund um den Junior Cup getroffen, habe ihn kennengelernt und habe mal aufgeschrieben, was das für ein Kerl ist, wie er tickt, wo er seine Sporen sich bisher verdient hat, wie sein Karriereweg war und was er mit dem VfB Stuttgart los machen möchte, anstellen möchte in den nächsten Jahren. Das lest ihr, wenn ihr unseren WhatsApp-Kanal abonniert habt, denn da gibt's diesen Inhalt top aktuell am Mittwochmorgen, so oder seit Mittwochmorgen zu lesen. Genau, seit Mittwochmorgen, weil jetzt sind wir ja schon frühestens Donnerstagabend für alle, die das hier hören. Und wie ich mir habe sagen lassen, aus sicherer Quelle, Philipp, du hast nicht nur mit Herrn Hildebrand gesprochen, das alles aufgeschrieben, sondern du hast auch ein bisschen wieder versucht, deine Photoshop-Skills aufzubessern und ein schönes Teaserbild zu basteln. Photoshop, Philipp, in full effect, Leute. Da könnt ihr euch mal richtig, richtig schön einen reintun, ja. Ich sag, das ist dann doch gut, dass wir unseren Felix haben. Ja, wir sind, glaube ich, zu alt dafür, auch wenn man sich alles irgendwie aneignen kann. Aber tatsächlich, ich habe es gelesen und das ist sehr, sehr interessant. Also wir wissen ja auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr erpicht sind, auch darauf zu erfahren, was zu erfahren aus dem NLZ. Wie ticken die Menschen da, wie arbeiten die da? Wir haben ja auch schon in Folgen davor auch mit Menschen von dort direkt auch gesprochen, auch mit Nico Willig vor ein paar Wochen. Und jetzt eben könnt ihr auch mal hier genau lesen, wie denn der neue NLZ-Chef tickt. Und vielleicht schaffen wir es ja auch in den nächsten Wochen mal wieder, jemanden hier auch ans Mikro zu kriegen. Werbung! Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Ja, ich muss jetzt gerade überlegen, Philipp, weil meine Standardeinleitung für dieses Spiel ist ja immer tief im Westen. Und mir fällt nichts Besseres ein. Es ist einfach zeitlos schön, ja. Ja, Herbie kannst du immer bringen. Grönemeyer geht immer. Bochum geht immer. Anne Kastropper geht immer. Currywurst geht immer. Currywurst auf Kohle geboren. Ich meine, allein bei Gedanke daran kriege ich Gänsehaut. Für mich einer der Top-Spots in Deutschland, wenn es um Profifußball geht. Ich bin dieses Wochenende leider nicht dabei. Ärgert mich ein bisschen, andererseits brauche ich dringend mal Pause und ja, die werde ich mir jetzt nehmen. Kollegen fahren natürlich hoch, betreuen für euch das Spiel, liefern euch wie immer alles, was ihr braucht rund um so eine Partie. Rückrundenstart, ja. Was gibt's zu sagen? Was ist zu erwarten von Bochum, Christian? Ich habe das vergangene Spiel der Bochumer geschaut. Das lief ja am Sonntag unmittelbar vor dem VfB-Spiel in Gladbach. Ein richtiges Kampfspiel, schön war es nicht, gegen Werder Bremen. Lange geführt und dann haben sie in der Nachspielzeit doch noch das 1-1 kassiert. Das ist ihnen übrigens nicht zum ersten Mal passiert. Sie haben auch schon zu Hause gegen Mainz mal in der Nachspielzeit so einen abgefälschten Sonntagsschuss irgendwie kassiert. Also die Bochumer, wie ich finde, haben, glaube ich, viele, vielleicht auch uns, indirekt so im Unterbewusstsein eingeschlossen, nach dem ersten Spieltag, nach dem 5-0 in Stuttgart, viele schon abgeschrieben. Also ich glaube, da gab es schon einige, die gesagt haben, Bochum wird schwierig, wenn das so weitergeht. Und sie hatten eine Phase, haben lange, lange, lange auf ihren ersten Sieg gewartet. Da kam, wie gesagt, dieses Heimspiel Mainz, wo sie fast kurz davor waren, dann wird sie ihnen wieder aus den Händen gerissen. Und dann irgendwann ging es doch los. Und die Bochumer stehen punktetechnisch wieder sehr, sehr solide da, haben sich ein kleines
Pölsterchen da angesammelt vor Darmstadt, Köln, die vermutlich den schwersten Stand haben werden in der Saison, und den Mainzern. Die sind in den Flow gekommen und haben es dann so ihre Pünktchen, mal einen, mal drei, und mittlerweile würde ich auch zu der These kommen, dass die Bochumer auch ein weiteres Jahr in der Bundesliga bleiben werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir jetzt den Bogen zum VfB spannen, die Bochumer lagen dem VfB zuletzt. Ja? Also, das ist richtig. Ja. Also zumindest ergebnistechnisch war es immer so, ich habe das, glaube ich, am Anfang mal angekündigt, die kamen immer so ein bisschen wie gerufen. Einmal gab es auch für den VfB einen Sieglosstart, noch unter Matarazzo, da gab es mal ein 4-1 im Heimspiel. Wir erinnern uns an die vergangene Saison, erstes Bundesligaspiel von Sebastian Hoeneß, 3-2 dort gewonnen. Ja, aber ich erinnere mich auch noch an den Elfmeter in der Nachspielzeit von Konstantinos Mavropanos verursacht. Und so, ja. Also, der war unglücklich. Es gab auch das andere Extrem. Das, ja. Genau, das war einer der Nackenschläge für den VfB, aber zumindest die Niederlagen gab es in der Form nicht. Ich glaube, dazu hatten wir noch ein torloses Remis mal in Bochum, als sie frisch als Aufsteiger waren in der Hinrunde. Also, Ich sehe ja immer Regenbogentrikots mit Farbewerbung, Darius, oh, ja. Zaubermaus, Wosch und Peter Kötzle und so Zeug. Ja. In der Bochum denk, es ist einfach unfassbar gut. So viele gute Geschichten, ja, zurück natürlich. Also ich kann das einmal sagen, ich mag die einfach. Ja, ich finde auch, das sind für mich, in meinem Kopf sind sie sogar der einzige, du wirst jetzt noch mit Wattenscheid kommen und so, aber für mich sind sie der einzige wahre Ruhrpott-Verein. Rot-Weiß-Essen, Junge. Rot-Weiß-Essen. Was ich sagen will, ist, ich habe es nicht so mit den Dortmund und den Schalkern. Für mich ist Bochum so das Ding, einfach auch, weil dieses Stadion so mitten im Wohngebiet und so, das riecht nach Arbeit überall. Ne? Weißt du, warum Bochum so dasteht, wie sie dastehen? Weil die Mentalität haben. Weil sie das mit Leben füllen. Dieser ganze Club hat Mentalität, die Truppe, der Trainer, der Esslinger ist von mir aus, okay, aber er lebt das voll. Und dieses ganze Umfeld, dieses Arbeitertum, Ärmel hoch, in diesem Stadion, ich werde nie vergessen, das erste Spiel von Hannes Wolf, 1-1. Oh, in der zweiten Liga noch. Zweite Liga, Freitagmittag. Bochum, da stehen 26.000 Leute, die dir das Gefühl vermitteln, 80 zu sein. Ja? Und das ist dann dieses kleine, enge Stadion, Oldschool-Stadion, das ist schon einfach richtig gut. Und das alles sorgt in Kombination dafür, dass die gerade so gut dastehen. Ja, was natürlich nur dieser, sag ich mal, gefühlige Teil ist. Der datenbasierte, statistisch orientierte Teil, den hat der Felix für uns und wird uns jetzt gleich mal sagen, wo die Gründe der Bochumer Stärke datenbasiert liegen. Mats ab! Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank. Das zweite Auswärtsspiel in Folge steht an. Der VfB reist nach Bochum. Bisher gab es dort wettbewerbsübergreifend 39 Spiele. Die Bilanz ist hier fast kurios ausgeglichen. 13 Mal gewannen die Bochumer, 13 Mal unentschieden und 13 Mal gewannen die Stuttgarter. So wie auch in der letzten Saison im ersten Bundesligaspiel von Sebastian Hoeneß, dem 3:2 Sieg. Wer am Samstag gewinnt, geht also quasi in Führung. Gegen keinen anderen Bundesligisten sind die Schwaben aktuell länger ungeschlagen. 13 Partien lang ist die Serie in der Liga. Für Bochum spricht die Heimstärke. Der VfL ist im eigenen Stadion seit 5 Spielen ungeschlagen. 6 Heimspiele am Stück schaffte Bochum unter Trainer Letsch noch nicht. Mit 17 Punkten steht der VfL aktuell auf Platz 14 und ist dabei ein größerer Underperformer in der Liga. 5,81 Punkte weniger sind es, als zu erwarten war. Ein Grund ist sicher die schlechte Chancenverwertung. Es ist die drittschlechteste im Liga-Vergleich, 6,1%. So erzielt der VfL die bisher viertwenigsten Tore in der Liga, obwohl sie die sechstmeisten Torschüsse abgegeben haben. Der VfB steht hier auf Platz 4, bei der Mannschaften trennen nur 9 Torschüsse insgesamt. Der VfB traf aber doppelt so oft mit 38 Toren, die drittmeisten. Der VfL Bochum spielt die schwächste Passquote in der Bundesliga, 74,8% im Schnitt. Beim VfB steht Platz 3, 88%. Individuell kommen 7 VfBler vor dem ersten Bochumer. Im Ballbesitz haben die Stuttgarter auch 10 Plätze Vorsprung. Ein Top-Duell wird es in den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen, Platz 2 gegen Platz 3. Dazu ist der VfL Spitzenreiter in den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen. Der VfB steht hier auf Platz 12. In Laufdistanz, Sprints und intensiven Läufen liegt die Partie im Mittelmaß der Liga. Der VfL scheint rauer an die Sache zu gehen. Platz 4 in den Karten in der Bundesliga und Platz 1 in den Fouls am Gegner. Die Schwaben treffen auf die Unentschiedenkönige. 8-mal teilten die Bochumer die Punkte, Höchstwert geteilt mit Mainz 05. Der VfB weist hier den Tiefstwert vor, nur ein Remis. Der VfL nimmt den Gesamtmarktwert des Kaders, der zweitälteste der Liga ist, den Relegationsplatz ein. Der VfB hat weiterhin den jüngsten Kader. Eckspieler gibt es
es auf beiden Seiten. Carrasso spielte von der U17 bis zur U19 und Führich kurzzeitig in der U17 für den VfL Bochum. Kevin Stöger, Philipp Förster, Takuma Asano und auch Moritz Broni Quarteng, bei ihm ist es lange her in der Stuttgarter Jugend, spielten schon für den VfB. Nur 12 Spieler haben in dieser Bundesliga-Saison keine Minute verpasst, 9 davon natürlich Torhüter. Der Bochumer Verteidiger Bernardo ist einer von 3 Feldspielern, die immer gespielt haben. Beim VfB ist Anton der Dauerbrenner mit nur 31 verpassten Minuten. Herzlichen Dank, Felix. Mit dem statistischen Blick, so den gefühligen haben wir ein bisschen eingeordnet. Ich glaube, wir sind uns einig, Philipp. Ich gönne den Bochumern echt von Herzen den Klassenverbleib und ein weiteres Jahr in der Bundesliga, aber am Samstag nix. Samstag sollen die Punkte bitte zum VfB wandern. Wir haben uns wie so oft in den vergangenen Wochen Spieler herausgepickt, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und da haben wir, ja, ich glaube, 2 rausgesucht, die, vielleicht hätte man einen anderen genommen, wenn die Asienmeisterschaft nicht gewesen wäre, dazu später mehr, aber wir haben uns 2 Spieler rausgesucht, die schon, glaube ich, zu den Leistungsträgern im Team gehören. Willst du anfangen? Ich fange gerne an, und zwar mit einem Mann, den einst Jürgen Kramny zum Profifußballer gemacht hat, nämlich indem er ihn als 17-Jährigen für den VfB 2 in der 3. Liga eingewechselt hat. Das ist Kevin Stöger, der beim VfB den Durchbruch nicht geschafft hat, der Umwege gebraucht hat, verschiedenste Stationen absolviert hat, bis er dann zu einem respektablen Bundesliga-Spielmacher wurde, und zwar einem der alten Schule. Ja, Kevin ist ein Zocker vor dem Herrn, ein Taktgeber, ein Standardschütze, ein sehr guter 1-gegen-1-Spieler. Auf den muss man aufpassen, respektive den muss man ausschalten, wenn man Bochum knacken will. Und deswegen ist Kevin Stöger, der einst mit 14, glaube ich, von der Austria, von der Wiener Austria, von den Violetten hierher kam, wenn ich noch alles richtig beieinander habe. Ist das nicht, Philipp, auch diese VfB-2-Mannschaft mit Jürgen Kramny in der 3. Liga gewesen, auch mit Raphael Holzhauser? Natürlich, klar, das die waren teilweise sogar zusammengespielt. Ja, Raphael Holzhauser, Kevin Stöger, Bernd Leno, Antonio Rüdiger, Daniel Didavi ab und zu da unterwegs gewesen. Also das waren die guten alten Zeiten hier in der 3. Liga, an die man irgendwann mal wieder anknüpfen möchte. Ja, und einfach Kevin Stöger, einer, der Spiele entscheiden kann, gerade in der Offensive. Dazu auch noch guter Standardschütze, also definitiv einer, auf den man aufpassen muss, weil die Bochumer, wenn sie auch was gut können, dann sind Standards zumindest hin und wieder. Defensiv sind sie da ein bisschen anfälliger. Und da komme ich zu meinem Spieler, den ich mir rausgesucht habe. Das ist nämlich so ein bisschen der Verrückte bei den Bochumern. Manuel Riemann, der Torwart. Man sagt ja immer so schön, gell, Torhüter und Linksaußen müssen irgendwie bekloppt oder verrückt sein oder so. Nicht alle Tassen im Schrank, im positiven Sinne. Ich glaube, Manuel Riemann ist genau das. Und das merkt man ihn an in jedem Spiel. Er ist imstande, Spiele zu gewinnen, teilweise unfassbare Leistung zu bringen, sensationelle Reflexe, Elfmeterkiller. Er ist aber auch imstande, Spiele ganz alleine zu verlieren. So ist es. Genau so ist es. Er hat nämlich auch genau diese verrückten Momente, in denen er zu viel will, in denen er plötzlich mal viel zu weit vorm Tor steht, in denen er mal irgendwie eine Flanke unterläuft. Stichwort Sosa auf Wagnermann war es, nee, Mio auf Wagnermann war es, das 3-1 in Bochum, das erste Hoeneß-Spiel, wir hatten es vorher schon davon. Da ist es ja so gewesen, Stöger macht den Ausgleich, dann Gerassi 2-1 und ein Minütchen später Wagnermann 3-1, das war ein klarer Riemann-Fehler, der diese Flanke unterlaufen hat. Also er hat auch schon gegen den VfB nicht seine besten Tage gehabt. Das ist aber ein Torwart, wir haben ja gerade parallel die Handball-EM laufen, den darfst du halt nicht warm schießen, ja, das ist ein bisschen so eine kleine Parallele. Das heißt, du solltest wirklich möglichst effektiv sein, und da knüpfe ich gerne auch daran an, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben vor dem Gladbach-Spiel über das letzte Spiel davor in Gladbach gesprochen, und ich spreche gerne jetzt auch vor dem Bochum-Spiel über das vergangene Spiel in Bochum. Da war es nämlich so, dass der VfB mit seiner ersten Aktion in Führung gegangen ist, als nämlich Hiroki Ito nach 11 Minuten den Ball unter die Latte geknallt hat. Ja. Und damit war der Weg geebnet für einen erfolgreichen Nachmittag aus VfB-Sicht. Und genau das solltest du auch machen. Wirklich Manuel Riemann nicht in diesen Flow kommen lassen, dass er denkt, hier, er wäre irgendeine Mischung aus Manuel Neuer und Gianluigi Donnarumma. José Luis Chilavert, kannst du dich an den noch erinnern? Ja, oh mein Gott, der Freistoßschütze. glaube ich. Paraguay 98. Paraguay, genau, Nationalheiligtum
den letzten Jahren versucht, in die Politik zu gehen, ist, glaube ich, ein guter Vergleich tatsächlich. Der war ähnlich crazy. Ja, ja, der war komplett verrückt, ey. Komplett verrückter Typ. Und auch einer, dem ich, glaube ich, ungern nachts in der dunklen Nebenstraße begegnet wäre. So, ja. Deswegen sind wir ja nach zum Glück immer daheim. Definitiv nicht nachts in einer dunklen Nebenstraße und auch nicht am Samstagmittag um 15:30 Uhr begegnen wird der VfB Takuma Asano und Christian Gamboa. Die fallen nämlich A aus, Gamboa ist verletzt und B sind beim Asien Cup. Beziehungsweise Gamboa fünfte Gelbe. Ja, also hätte er auch sogar. Ich dachte, er ist verletzt. Mhm. Ah, ich dachte, er ist verletzt. Ehemaliger Celtic-Spieler war. Das muss er bringen, natürlich. Ja. War in Schottland, sag ich mal, auch einer, den. Also mit Licht und Schatten. Ja, Licht und Schatten, Mann. Schwierig. Aber ja, gut, ist eine Personalie, die Bochum schwächt, denn es ist ein klarer Stammspieler unter Thomas Letsch. Genau. Bisher gewesen. Spielt da Rechtsverteidiger und wird nicht zum Einsatz kommen wegen der Sperre. Und Takuma Asano, und das ist, finde ich, das wiegt schwer. Also für die Bochumer, das habe ich zumindest in der vergangenen Woche gesehen. Da bricht ihnen richtig was weg. Also wenn Girassi, was Girassi für den VfB ist, ist Asano ist für den VfB Bochum mindestens. Ist gar nicht so sehr in der Offensive, was ihnen da fehlt, so eine Defensive. Der Asano ist ein unermüdlicher Anläufer, ist ein unfassbar guter Pressingspieler, ist der erste Verteidiger. Und Bochum hat nicht viel den Ball. Das heißt, er wird natürlich normalerweise Kilometer um Kilometer abspulen, um die aufbauenden, gern mit Vertikalpässen agierenden VfB-Innenverteidiger anzulaufen. All das ist Bochum jetzt, steht ihnen nicht zur Verfügung am Samstag. Das wird ihnen wehtun und könnte auch ein Weg sein, wie der VfB die Bochumer knacken kann. Ja, so. Spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Perspektivwechsel, Blick auf den VfB. Wir haben über das Gladbach-Spiel gesprochen. Philipp, kannst du vielleicht versuchen, dass wir uns annähern und sagen, was muss man sozusagen aus dem Gladbach-Spiel verbessern, damit das in Bochum funktioniert? Naja, also erstmal ist ja logisch, Spiel geht bei Anpfiff los. Man sollte nicht nach 21 Sekunden hinten liegen. Richtig, ja. Genau. Das mal das Erste. Aber darauf würde ich gar nicht so sehr schauen, sondern eher auf die Waffen, die ich habe beziehungsweise die Bochum hat und die ich ihnen nehmen muss, wenn ich eine Chance haben möchte, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Das ist zum einen der Speed auf der Bochumer Außenbahn, den muss ich im Griff haben. Ja, die haben da sehr schnelle Spieler, Antwi, Ajay, Holtmann, wie sie alle heißen. Ja, also da ist relativ viel los, auch wenn Asano fehlt. Gerade Antwi, Ajay übrigens, wird sehr spannend für mich zu sehen sein, wie Hoeneß da auf der rechten VfB-Seite aufstellt. Ob er beispielsweise dem Rechnung trägt, dann kann Kalle nicht spielen, weil er zu langsam ist. Ja, also Stenzel muss dann irgendwie weichen gegen Rouault. Rouault hat es wiederum spitzenmäßig gemacht in Mönchengladbach. Natürlich Dreierkette, kann man nicht 1:1 vergleichen, denn der Hoeneß hat umgestellt gehabt dann, aber das zweite Thema, Kernthema ist für mich so die Thematik, die wir auch vor dem Bayern-Spiel hatten. Die Stuttgarter Mitte gegen die Bochumer Mitte. Du hast Ange Atta gegen Stöger und Losilla. Da dürfte eigentlich alles für die VfB Zentrale sprechen, aber wenn Atta so einen schlechten Tag hat, wie er ihn in Mönchengladbach hatte, er war nämlich neben Mittelstädt, sind die beiden die besten Zweikämpfer, ja, oder mit den auffällig guten Werten, und beide hatten keinen guten Tag. Mittelstädt ist zur Halbzeit ausgewechselt worden, hat gar keine Rolle gespielt, und Atta hat zwar durchgespielt, aber er hat nicht diese Zweikampfpräsenz an den Tag gelegt, nicht so viel abgeräumt im Vorfeld, wie er sonst eigentlich tut. Und das muss da sein, dann hast du die Bochumer Mitte im Griff und damit einen klaren Vorteil auf deiner Seite. Sehr guter Punkt. Zu Atta Karasor vielleicht noch zwei Sachen. Das ist gut, das eine ist ein bisschen Captain Obvious, aber trotzdem aus einer Führung heraus oder zumindest sagen wir mal nicht aus dem Rückstand hinaus, finde ich Atakan Karasor noch viel dominanter in der Zentrale, weil dann eben auch der VfB den Rhythmus dominieren kann und wie gespielt wird. Wenn das Ergebnis für einen läuft, ist ganz klar. Und zum anderen, und ich glaube, das stimmt mich am positivsten, Atakan Karasor hat diese Saison noch keine zwei schlechten Spiele hintereinander gemacht. Und dementsprechend traue ich ihm zu, dass das wieder funktioniert. Denn ja, wenn man nominell sich die Spieler anschaut und einen neben den anderen hinstellt, dann hat der VfB da die Nase vorn. Aber wenn der VfB Bochum halt eins kann, dann ist es aus dem Team heraus zu performen und als Team über sich hinaus zu wachsen. Und das muss der VfB halt bremsen. Und da ist eben Atta Karasor vor allem gefordert. Und ich glaube tatsächlich auch, um das nochmal abzuschließen, auf der Seite gegen Antwi Jay sehe ich Herrn Rouault in der Startelf am Samstag. Das ist ein guter Hinweis, und eigentlich ist
dem Ganzen damit nichts mehr hinzuzufügen. Außer Christian. Tippen müssen wir noch. Oh, ja bitte, du zuerst. Ja, okay. Mal schauen, ob ich dir was wegnehme. Ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen durchweg Siege getippt. Ich glaube, dass am Samstag geht 1-1 aus. 0-2. Alles klar. Und ich hoffe, dass du recht hast. Und ich glaube, das hoffen alle da draußen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich glaube, das wird wirklich sehr interessant zu sehen sein, auch wer vielleicht mehr damit zu kämpfen hat, dass eben einer der Stars fehlt bei den Bochumern Asano, beim VfB Gerassi. Werden wir für euch beobachten. Samstag 15:30 Uhr, endlich mal wieder schöne klassische Zeit. Könnt ihr alles auch bei uns nachschauen, vor allem auf YouTube, auch kurz nach dem Spiel, am Sonntag nach dem Spiel. Und wir wollen euch jetzt noch, und das ist, glaube ich, für uns auch noch ganz wichtig, das euch ans Herz legen, denn wo ihr auch weiterhin Infos rund zum Spiel kriegen könnt, wo ihr Videos bekommt, wo ihr aktuelle Insights bekommt und schnell informiert werdet, das ist unser neuer WhatsApp-Kanal. Richtig, so ist es. Wir sind da seit ungefähr 5 Tagen am Start. 2.500 Menschen haben unseren Kanal schon abonniert. Vielen Dank dafür erstmal, für das Vertrauen. Ihr bekommt dort ausgewählte Lesegeschichten von uns, natürlich exklusive Infos wie die Vertragsverlängerung von Enzo Millo, die habt ihr auf WhatsApp als erste gelesen. Wir wollen aber euch nicht nur in eine Richtung, sage ich mal, damit mitnehmen, sondern wir wollen einfach eine Community bilden mit euch zusammen, ja, das ist eben über diese WhatsApp-Thematik möglich. Wir freuen uns, dass es bisher so gut angenommen wurde. Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback. Ihr bekommt natürlich auch Bewegtbild dort. Alle Videos, die wir machen, gibt es dort. Ihr bekommt den Hinweis auf das nächste Audioprodukt, also den Podcast dort. Lasst uns einfach da gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Uns macht es bisher großen Spaß. Genauso wie YouTube auch. Haben wir auch vor ein paar Wochen, Monaten angefangen. Da ist dieses Jahr noch einiges geplant. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Wird gut werden. Wir freuen uns, dass da viel los ist. Und ihr uns folgt und auch so fleißig kommentiert. Denn das hilft uns natürlich weiter, diese ganze Geschichte groß zu machen. Ja, so ist es einfach. Audioprodukt hast du gerade gesagt. Ja, wie schön. Ich habe hier, keine Ahnung, ich habe über Weihnachten, Neujahr ein paar Marketing-Sheets durchgelesen, keine Ahnung. Da würde ich sagen, machen wir einen Knopf dran an dieses Audioprodukt für diese Woche und hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Ciao, ciao. Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.